Die Harry Potter Studiotour liegt in den liebsten Studios ganz in der Nähe von Watford im Nordwesten Londons. Wenn ihr buchen wollt, tut es unbedingt reichlich im Voraus. Ich war mit 2 Monaten vorher schon zu spät dran, konnte aber noch spontan für den Tag, an dem wir ursprünglich hatten gehen wollen, noch Karten ergattern. Wenn ihr die Anfahrt wagt mit dem Auto, achtet unbedingt auf Staus, die sich tagsüber bei London gerne bilden. Im Empfangsbereich angelagert gibt es ein Restaurant, dem sogenannten Catering-Bereich. Hier wollten wir uns mit Eiscreme stärken, von der allerdings einiges ausverkauft war schon am Nachmittag. Alle so und so viele Minuten gibt es einen Pep-Talk, mit dem grüppchenweise die Besucher in die Tour entlassen werden. Der erste Halt ist die große Halle, ab der dann alle in eigener Geschwindigkeit durch die Tour laufen können. Es ist sehr voll. Das Personal ist sehr freundlich, jedoch müsst ihr damit rechnen, einiges warten zu müssen, bis ihr eure Fotos oder Videos machen könnt und andere Besucher weitergegangen sind. Mit meinem 4-jährigen Kind haben wir die Tour gut bewältigen können, jedoch den verbotenen Wald sicherheitshalber umgangen und konnten hier nach einer Abkürzung fragen. Beim Hogwarts Express gibt es eine Verkaufsstelle für Mitbringsel für alle diejenigen, die am Ende der Tour nicht lange im Laden anstehen wollen. Weiterhin gibt es etwa zur Halbzeit ein Restaurant, in dem ihr euch stärken könnt. Außerdem gibt es mehrere Foto-Ops, beispielsweise mit dem fliegenden Auto, beim allraunen Umtopfen auf einem fliegenden Besen, im Hogwarts Express oder beim Drachenbaby streicheln. Ich überlasse nun an einige Eindrücke aus der Studiotour. I'm going to join you in just a moment by the fireplace. Now, I know a lot of you have only been here for a few seconds. Thank you.
Thank you.